sind wir wieder in der nächsten Folge. Ich wollte jetzt eigentlich nämlich nur die nächste Folge gleich aufnehmen. Und dann ist mir wieder aufgefallen, dass wir so eine riesige Tour machen. Und dann habe ich so schnell wie möglich auf Aufnahme gedrückt. Tut mir leid, dass da so ein Teil jetzt am Anfang fehlt. Aber das sind 1 bis 2 Sekunden, wenn es hochkommt. So, wo sind wir jetzt wieder rausgekommen? Sieht auch nicht so danach aus. I don't know if you noticed, but these are very old offices. This Fizzler is offline. You will have to activate it first. Aber ich glaube definitiv, dass dieses Teil hier nicht ganz das ist, wo wir hin müssen. Und es sind alte Büros, wie er schon sagte. Was ist denn das? Ist das ein Riesenflachbettscanner? Werft ihr so eure Monitore auch mal auf dem Boden rum? Ach ja, das waren noch Zeiten mit diesen Röhrenmonitoren. Könnt ihr euch da noch dran erinnern? Oder hattet ihr vielleicht so einen mal selber? Na, da geht's nicht lang, da auch nicht. Aber hier hinten hat's doch auch keinen Schalter. Das sieht mir nicht richtig aus hier. Hä? Ah, das Büro hatten wir hier vergessen. So, das Kabel läuft wieder da lang, wo wir herkamen. Jetzt ist die... Ah, okay. So, jetzt hätte es geklappt. Ich weiß, weiß nicht, ob ihr das ja im Hintergrund hier hört, aber hier... geht gerade irgendeine Sirene von einem Auto an. Great. Now use your gel gun to actually get to the testing site out there in the gorge. Weiß, welche Furche denn? Welche Furche? Das ist keine Furche. Ah, durch die. Na toll, da war doch gerade eben noch zu. Wo hätte ich denn das denn wissen sollen? Ja, das orangene Gel. Kennt ihr wahrscheinlich auch noch aus Portal 2. Gab's dort auch? So. Oh oh. Careful now. That thing crushes you to death. Its official name is the Aperture Science Cold Work Apparatus. Phew. Nicely done. You know, we actually have one guy whose only job is to name all the Aperture Science patented devices. He even came up with that term. Hm. Okay. Na dann, auf zum nächsten Level. Dieses Stampfgeräusch wird immer lauter. Wo sind wir? Na gut, es ist weg. Dann bin ich beruhigt. Just a standard testing sphere, nothing special. The average human doesn't have the reaction times required for this test, so I will shout out the directions you've got to go. This really helps out with survival rates. In theory, we're the first ones here. Ready when you are. Hm. Okay, wir müssen das hier alles komplett mit dem orangen Glibberzeug besprühen. Also wie das aussieht, ist es ein bisschen höher. Ich weiß nicht, vielleicht kennt noch jemand von euch diese Funwebs aus Counter-Strike. Die haben auch so in der Art, glaube ich, funktioniert. So. Okay, wenn man es direkt da erst sprüht, reicht's also nicht.
Oder vielleicht doch. Nein, tut's nicht. Definitiv nicht. Oder wir müssen abspringen. Das kann natürlich auch sein. Das habe ich nämlich jetzt vergessen. Okay. Gut, ich würde sagen, wir besprühen es einfach davor, damit ich... Dann haben wir es auf jeden Fall diesmal. So. Bahn da hinten wieder besprühen. Und los geht's. Impossible jump ahead. Na, das ist ja nett. Unmöglicher Sprung voraus. Was soll denn das jetzt sein? Okay. Dann würde ich sagen, stoppen wir da erstmal. Und wenn es dann doch den Anlauf, den ihr braucht. Dann lassen wir jetzt einfach mal ins Wasser fallen. Aber ich vermute, dass man einfach nur abspringen muss. Impossible jump ahead. We did a really good job out there. You flying around all over the place and I tell you how to get there. I should get the guys up here to do more tests like this. So, und weiter geht's. So, so. Ja, ja. Jetzt sind wir wieder in der Portalkammer gelandet. Now that we have boat gels at our disposal, we want to be more careful about our next move. We don't want to end up short or overdo a jump. Okay, es gibt wieder diese Laserteile, diese virtuellen Brücken und dieses Matschteil. Und wir vermatschen will. Ich sehe es schon. Wir werden zermatscht. Gut, da würde ich jetzt sagen, machen wir hier vorne blau hin und dahinter kommt orange. Ha! Bin ich nicht gut. Okay, sind wir nicht gut. Okay, wir müssen von hier aus da hoch. Das heißt, wir machen hier diese Platte blau. Jetzt können wir wieder hochlaufen. Und hier auch nochmal ein bisschen blau hin. Und dahinter wieder alles orange. Und los geht's. Warum ist der jetzt nicht gehüpft? Vorhin ist er gehüpft. Leute, warum hüpft er nicht? Okay, ich glaube, das war einfach zu kurz. Da kann er nicht reagieren. Da müssen wir wohl ein bisschen mehr Blau hinmachen. Okay, dann kommt hier wieder so ein Spritzer Blau hin. Und der Rest wieder Orange. Ja, so klappt's. Kommt hier wieder ein Spritzer Blau hin und der Rest wieder Orange. Okay, da müssen wir gar nicht hin. Wohin müssen wir denn? Ach, wir müssen da lang jetzt? Okay. Oh, wow, warum geht's da runter? Da war doch eine Wand. Oder ist die noch mit ein bisschen Abstand? Oh, da war doch keine Wand. Okay, ich dachte, da wäre eine Wand.
Good job! Not sure if you noticed, but we are now on the upper levels of Aperture Science. No more recycling tests. It's all brand new from now on. Na dann. Dann kennen wir aber auch keine Räume mehr ab jetzt. Sind das Würfel? Nein. Das sind keine Würfel. Aber was ist das? Sorry, but this test did not have a connected vacuum delivery system. I want to remind you that these tests are still in an alpha state. This chamber can be quite hard to nail down on the first try, so I drained out the goo. So don't be afraid if you fall down. Use the stairs to get back up. Wir müssen hier also irgendwie runterkommen. Now we just have to find a way into the entrance of the test. Okay, von hier kamen wir. Da gehen wir garantiert nicht raus. Da ist auch nichts. Dieses schwarze Zeug hier ist, glaube ich, Dreck. Das heißt, wir müssen hier reinhüpfen, oder? Wow, 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 wow. Das war tiefer als gedacht. What did he do? What is that noise? Okay, den haben wir anscheinend überrascht. Raus. Ah, wenn man hier nichts machen kann. Ich glaube, den Schalter hätten wir eigentlich erst später bemerken sollen. Wo müssen wir denn jetzt hin? Okay, ich springe schon runter auf den Weg. Aber hier kommen wir nicht rein. Und hier drüben glaube ich auch nicht. Ich glaube, wir hätten doch da oben bleiben sollen. Ich sag doch, das war falsch. Oder, nee, habe ich nicht gesagt, aber davon bin ich ausgegangen. Wow, mir fängt es gerade richtig an zu regnen mit so riesen Tropfen. Wo sollen wir denn hier hinhüpfen? Ist so dunkel. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so dunkel ist. Oh, okay, da hätten wir nicht hinhüpfen müssen. Ich glaube, ich habe gerade eben im letzten Moment gesehen, wo wir hinhüpfen hätten sollen. Und zwar hätten wir... hier oben aus gar nicht wohin hüpfen sollen, sondern nur diese Dinger hier voll mit Schleim machen. So. Boah, der Regen ist echt krass laut. Ich höre den durchs Headset durch. Ich hoffe, das stört euch nicht. Das Problem ist, wenn ich das Mikro noch leiser mache, dann passiert es total schnell, dass ich irgendwie nicht mehr richtig im Bereich vom Mikro drin bin. Und dass ihr mich dann nicht mehr versteht. So. Alright, now to do the actual testing. Ich glaube, ich mache mal kurz das Fenster zu, weil sonst regnet es hier noch rein. So, da bin ich wieder. Jetzt ist es nicht mehr ganz so laut. Okay. So, now we know what that noise was. That's one mystery solved. Unfortunately, I cannot drain that goo. So, change of plans. Be careful. Okay, wohin müssen wir?
glaube, hier können wir baden gehen und lassen uns das hier nochmal machen, weil sonst müssen wir wieder hochlaufen. So. Das heißt, wir müssen das Ding hier blau machen. Das war zu früh. Okay, also wenn man sich so dreht, dann geht es doch erstaunlich langsam vom Drehen her. So, jetzt ist die Video voll. Fast. Oh, tut mir leid, falls es euch hier irgendwie schwindelig wird. Das passiert mir nämlich auch gerade schon fast. Und springen. Nein, das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Okay, das heißt, wir müssten springen, kurz bevor es vor der Hälfte ist, bevor es so... So. So, die machen wir nochmal wieder blau, sonst haben wir wieder nichts. Wir müssten jetzt schon los sein. Und jetzt müssen wir draufkommen. Gut, diesmal war es von der Richtung her perfekt, aber wir müssen auf jeden Fall noch abspringen. Sonst wird das irgendwie nix. Vermute, deswegen ist die Platte hier auch so groß, dass man die eigentlich von der kompletten Fläche her voll machen muss. Und jetzt, nee, jetzt los. Thanks, Science! I thought our testing spree has come to an end. Proceed to the next chamber! Geht doch. Na dann, auf da rein. Jetzt müssen wir mal schauen. Bei der nächsten Kammer. Wieder eine Portalkammer. Ich dachte, die gibt's nicht mehr. This one should be pretty easy. Ich dachte, die Portalkammer gibt's nicht länger. What? What is this? No, 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 no. How do I get rid of it? Okay, login. User Nigel. Subject N3WB. Audio controls. Password? I don't know a password. Let's try password 1. No. Password 2. No. Oh wait, I got it. I think I got it. And there. So sorry about that. I don't even know how that got there. I mean, why do they even have this kind of music in the music library? Unless it was part of the test and I screwed up. Well, if it was, the damage is done now. Just test. I'll fix this mess. Also wir müssen jetzt darüber. Was ist denn da oben? Hä? Ich dachte, es funktioniert. Ah, okay. Gut, dass Rot tötet. Das muss einem natürlich auch mal gesagt werden. I don't even know how that got there. I mean, why do they even have this kind of music in the music library? Unless it was part of the test and I screwed it up. Well, if it was, the damage is done now. Just test. I'll fix this mess. So. Sind beide wieder aus und jetzt haben wir den blauen wieder. Jetzt müssen wir mit dem blauen. Reicht es uns überhaupt darüber? Hm.
Nein, es reicht nicht. Okay. So sorry about that. I don't even know how that got there. Ja, das hatten wir doch schon. Why did they even have this kind of music? Warum erzählt er das jetzt schon wieder? Unless it was part of the test and I screwed up. Well, if it was, the damage is done now. Just test. I'll fix this mess. Jetzt würde ich sagen, machen wir mal die ganze Platte hier unten orange. Ich dürfte es glaubt erreichen, genau. Ich glaube, es dürfte reichen. So. Jetzt müssen wir dieses Ding hier wieder wegschießen. Ja, was zur Hölle? Das war so nicht geplant. Muss doch klappen. Also, wenn der hier drauf ist... Okay, das ist ein Totmannschalter. Aber wie zur Hölle kommen wir an dieses Teil zum wieder wegmachen? Weil wir haben ja keine Portale, dass wir da irgendwie durch die Wand durch das wegschießen könnten. Das verstehe ich jetzt nicht. Ah, natürlich, natürlich. Wenn wir jetzt hier rüber hüpfen... Dann sind wir ja hier drauf. Und jetzt können wir von hier aus hochhüpfen. Geht doch. Ah, this might have been your best performance yet. Unfortunately, the metal music was part of the test. So, this test does not count towards your performance. Sorry. Ja, und damit haben wir schon wieder die Zeit von 20 Minuten. Überschritten. Das heißt, wir sehen uns morgen wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.